So Leute, heute zeige ich euch, wie ihr aus eine Dose verwerten könnt. Heute geht es mal um den Dosennippel hier oben. Den kann man nämlich als Seilspanner verwenden. Den Rest der Dose könnte man als Notfallhobo nutzen. Aber heute zeige ich euch nur den Seilspanner. So, dazu müsst ihr den Seilspanner, den Dosennippel entfernen, um ihn als Seilspanner zu nutzen. So, das eine Ende, ups, jetzt ist er runtergefallen. Das eine Ende macht ihr natürlich hier fest mit einem ganz normalen Knoten. Muss nichts Wildes, Besonderes sein. Man könnte natürlich eher aus dem Nippel hier auch noch einen Angelhaken zaubern. Zeige ich euch vielleicht noch in dem nächsten Video, aber heute geht es erstmal um den Seilspanner. So, dann habe ich den jetzt hier an einem Baum rüber gehängt und dann zeige ich euch gleich, weil ich kein Stativ dabei habe und die Kamera halten muss, zeige ich euch dann gleich, wie ihr den oder das Seil befestigen müsst, dass das zu einem Seilspanner wird. Scheiß Mücken hier. So, zuallererst müsst ihr das Seil hier durch die obere Öse durchziehen. Und dann wird die gleich hier durch die untere Öse nochmal durchgezogen. Und dann wird sie nochmal gesichert. Aber das zeige ich euch dann gleich Schritt für Schritt. So, dann wird das hier durch das zweite durchgezogen. Und dann kommt das Seil nochmal durch die unterste Öse durch zur Sicherung. Und schon ist der Seilspanner fertig. Das geht sogar jetzt schon. Ich kann jetzt ziehen, so ich will. Passiert nichts. Ja. Man kann ihn ganz einfach verschieben. Und schon habt ihr einen Notfallseilspanner. Und jetzt testen wir das Teil mit meinem Rucksack. So, jetzt hängt hier mein 5 Kilo Slinger-Rucksack dran. Und das ist nur ein ganz einfacher Klemmknoten. Wieder zurück. Dann hier hinten einmal rum. Dann hier durch. Was sieht man? Und dann geht man hier wieder durch. Und schon hält das. Und schon, dann hat man eine Rucksackaufhängung, die man sogar in der Höhe verschieben kann, oder? Ja, aber es hält. Und das ist die Hauptsache. Es hält und es funktioniert. Dann danke fürs Reinschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Dosentrick.